Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Zalando-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Zalando-Adventskalender kostet dieses Jahr 99,95. Ich glaube, der ist teurer geworden, oder? Ja, gucken wir uns aber nachher alles nochmal an. Ich finde ihn dieses Jahr sehr schlicht vom Design her. Das ist so ein recyceltes Pappgedönsen. Kann man dann aufklappen. Dann haben wir Schubladen, was ich schön finde. Orange, passt zu Zalando, passt leider nicht zu Weihnachten. Und hier steht drin, treat yourself today and tomorrow and the day after. Das heißt, es geht wahrscheinlich sehr, sehr um Pflegeprodukte. Ich hoffe aber auch auf das ein oder andere dekorative Kosmetikprodukt. Und ich würde sagen, hier sind keine Klamotten drin, sondern Schminke und Pflege. Wir starten mit der Nummer 1. Drin enthalten ist ein Produkt von Bobbi Brown. Das freut mich schon mal. Vitamin Enriched Face Base. Also das wird wahrscheinlich so eine Art Primer und Moisturizer. Hier steht es drauf sein, genau. 7 ml haben wir hier drin enthalten. Und Bobbi Brown hat sehr hochwertige, sowohl dekorative Kosmetik als auch pflegende Kosmetik. Das freut mich, finde ich interessant. Und dann wird es auf jeden Fall ausgetestet. Als Primer auch interessant. Ich meine, dass Maxime Giacomo doch mal von Bobbi Brown so ein mega teures Oschi-Vieh hatte. Und so ein Tiegelchen wird ausprobiert. Oh, auch die Nummer 2 enthält dekorative Kosmetik von Revlon? Revlon, interessant. Revlon Color Stay 920 Mysteriös 24 Hours. Das ist eine Lidschattenpalette Enigma. Und ja, hier sind sehr warme Töne drin enthalten und das finde ich ganz interessant. Also auch schöne Töne. Ich persönlich mag ja nicht sehr gerne diese länglichen Fännchen und die haben wir hier halt wirklich drin enthalten. Deswegen wird die Palette nicht bei mir bleiben. Aber die Töne sehen schön aus. Das ist ein Rosa, das ist ein Weinrot, das ist Gold, Beige, so Mauve-mäßig. Mag ich gerne leiden. Die Nummer 3 ist zwar eine relativ große Schublade, aber das Produkt, was drin ist, ist ein bisschen kleiner. Aber hier haben wir was drin von Pi, The Impossible Glow, Hyaluronic Acid and Sea Kelp. Okay, das sind Bronzing Drops. Okay. 10 ml haben wir hier drin enthalten. Ich verwende super gerne den Selbstbräuner Booster von Beauty Mates für meine Beine. Also vor allem für meine Beine, eher weniger für mein Gesicht. Das gefällt mir sehr gut. Deswegen weiß ich nicht, ob das hier dann bei mir bleiben wird, aber ich gucke mir das mal an. Nein, das ist kein Selbstbräuner Booster, das ist ein Liquid Highlighter. Oh mein Gott. Also, das ist eher wie Body Make-up dann zu sehen, ne? Gut, ja, kann man sich auf die Beine geben, auf die Schlüsselbeine, auf das Dekolleté. Auch wieder dekorative Kosmetik, aber für mich tatsächlich zu dunkel. Haben wir hier einen Adventskalender voller dekorativer Kosmetik? In der Pflege geht es nämlich weiter. Nee, geht's doch nicht. Ich dachte, es wäre Puder oder sowas. Hier haben wir Elizabeth Arden 8 Hour Cream Lip Protectant. Okay, das ist ein Lippenbalsam. Hier haben wir 13 ml drin enthalten. Ja, ist so ein Pöttchen, ne? Da hast du lange was von. Aber ich bin kein Fan von Pöttchen-Lippenbalsam. Winzig klein ist die Schublade von der Nummer 5, aber das Produkt, was drin ist, ist nicht kleiner als das, was wir bislang drin hatten. Hm, ich glaube, wir haben was von NYX hier mit dabei. Oh ja. Huile Prodigieuse, das ist für Gesicht, Körper und für die Haare ein Multipurpose Dry Oil. Ich mag die gerne, die Trockenöle von NYX. Das hier ist jetzt mit Schimmer, enthält 10 ml und sowas ist schön für die Beine und auch hier für die Schlüsselbeine. Also für mich tatsächlich sehr ähnlich und vergleichbar mit dem von Pi, wobei das von Pi ja noch so dieses Bronze Bronzing-Gedönsen dabei hat. Also das ist ein Stück dunkler als das hier. Und das hier kann man sich ja auch auf die Haare geben offensichtlich. Dann glitzern und strahlen die ganz schön. Ist jetzt für mich aber ehrlich gesagt eher weniger was. Und jetzt machen wir mal den Nikolaus auf. Oh mein Gott. Riesiges Kläppchen in der goldenen Mitte. Und da ist gut was drin. Ach, du ahnst es nicht. Wir haben hier ein Foreo drin. UFO Mini Fuchsia. Unglaublich. LED Thermo Activated Smart Mask. Ach, sowas ist das. Okay, 90 Sekunden Gedönsen. Da kannst du diese Pots reinmachen und dann kannst du das das ist wie ein Maskenauftragevieh, ne? Super teuer. Auch diese Nachfüllviecher sind super teuer. Das finde ich heftig. Wow. Da überlege ich gerade hart, ob ich das wirklich behalte. Ich glaube schon.
Bin mir aber gerade echt nicht sicher, weil das halt so teuer ist. Das heißt, es wird auch teuer sein, wenn man dann weiter die Masken dafür auch kauft. Und ich habe keine Lust, das einfach in der Ecke liegen zu lassen. Da muss ich noch drüber nachdenken. Es gibt ja von Foreo auch diese Gesichtsreinigungsviecher. Wäre das jetzt nur zur Gesichtsreinigung gewesen, hätte ich gesagt, komm, das gebe ich weiter, weil ich ja meinen PMD Rose Quartz Roller habe, wo da auch diese Reinigungsgeschichte mit bei ist. Aber das mit dem Maskengedöns fand ich immer schon sehr interessant. Die Nummer 7 ist so eine kleine Schachtel, aber wir haben hier ein ordentliches Produkt drin. Und zwar von Bumble & Bumble Hairdressers Invisible Oil. Das ist ein Primer. 30 ml sind in diesem Spray enthalten. Und das macht man sich in die Haare, bevor man seine Haare stylt. Das pflegt die Haare einfach nochmal und bewahrt sie vor Schäden. Ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Da ich meine Haare aber ungefähr nie style, ist das nichts für mich. Aber cool, dass hier auch ein Haarprodukt drin ist. Auch die Nummer 8 ist eine kleine lange Schublade und hier haben wir irgendwie so einen Stick drin. Oh nein, es ist eine Mascara und was für eine schöne. Die Volume Million Lashes von L'Oreal, aber in der Sonderedition, oder? 10,7 ml ist ja eine Full Size. Guck mal, wie schön das aussieht. Das sieht aus, als wäre da so, als wären Wassertropfen da drauf. Das finde ich ja hübsch. Cool. Mega geil. Ich liebe sowas dekorative Kosmetik, ne? Wenn das halt auch wirklich dekorativ aussieht. Hab ich ja noch nie gesehen. Voll schön. Oh, das ist aber gut verpackt. In Nummer 9 haben wir Master Patch Original Fit Blemish Cover von Kohs RX 24 Patches SML. Genau, das sind so Anti-Pickel-Patches. Das finde ich interessant. Sowas verwende ich auch ab und zu mal, weil es einfach mich davon abhält, an den Pickeln rumzufusseln. Ich bin da so ein Knibbelmensch. Finde ich geil. Das finde ich geil. Die Nummer 10 enthält was Spektakuläres und zwar von 3INA die 100 The Eyebrow Mascara. Dürfte auch eine Full Size mit 4 ml sein. Haben wir dieses Jahr tatsächlich häufiger drin, ne? Dass wir auch so ein Augenbrauengel mit dabei haben. Und das finde ich toll. Das mag ich gerne. In der 11 geht es weiter mit etwas Pflege von Tom Hems. Okay, kenne ich nicht. The Body Oil mit Ylang Ylang Balancing. Mit Cannabis Sativa Seed Oil Süß. 30 ml. Okay, ja, das wird dann wahrscheinlich so ein bisschen hautberuhigend sein, ne? Cannabis ist ja dafür bekannt, alles so ein bisschen zu chillen. Und mal gucken. Ist so eine Pipettengeschichte. Oh, sieht sehr, sehr schön aus, sehr hochwertig. Ich weiß nicht, was heute mit meinem Fokus los ist. Es tut mir wirklich leid. Hier haben wir so eine Glasflasche mit drin und dieses ganze Cannabis, CBD und so weiter ist ja dieses Jahr total gekommen, sage ich mal. Ne? Also das hatten wir vermehrt auch in Beautyboxen drin enthalten. Das finde ich schön. Die Halbzeit, die Nummer 12, versteckt ein Haarprodukt von Aveda Botanical Repair Strengthening Shampoo. Sehr cool, 50 ml, das soll die Haare reparieren. Und ich mag sowas. Ich mag gerne diese Aveda-Produkte, weil das alles dieses frisch vom Friseur, Gefühl und Duft gibt. Ne? Hier haben wir auch tatsächlich eine Reindrückgeschichte und dann kannst du es so rausgeben. Finde ich besser, als wenn du irgendwelche Deckel unter der Dusche so abfusseln musst. Ne? Ist super. In der Nummer 13 haben wir ein Klassikerprodukt drin, aber von Kiko. Und das finde ich interessant. Ich weiß, dass es bei Zalando auch Kiko zu kaufen gibt. Ich finde es cool, dass die auch im Adventskalender drin sind. 0,35 Gramm dürfte auch eine Full Size sein von einem Automatic Eyeliner and Kohl. Lasting Precision. Wird wahrscheinlich auch einfach schwarz sein. Ne? Das ist ein ganz klassisches Adventskalenderprodukt. Hinten haben wir noch irgendwie so ein Versmatschungsfeed dran und schaut so aus. Ja, klassisches Produkt, ne? Wie macht man das? So, ja, so ein herausdrehbarer ist das. Einfach in schwarz. Ja, ne? Huch! Ich habe mich in letzter Zeit sehr darüber gefreut, dass wir vermehrt richtige Eyeliner drin haben. Aber ich weiß auch, dass viele diese Kohl-Kajalstifte gerne mögen. Die Nummer 14 ist ein kleines Tübchen von Glam Glow. Sehr schön. Super Matte Clearing Treatment. Ist eine Maske, die klären soll. Finde ich super. 7 Gramm haben wir hier drin enthalten. Mundmaske ist eine... Mundmaske, ne? Genau. Komm, steht da irgendwas mit Matt, denke ich an Mundmaske. Glam Glow ist eine schöne Marke. Da habe ich aktuell auch eine Augencreme von den Anwendungen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich glaube auch, dass ich dieses Tübchen letztes oder im Laufe dieses Jahres schon leer gemacht habe. 5 bis 20 Minuten lässt du es drauf, dann kannst du die runternehmen. Ist toll. Die Nummer 15 ist schon wieder so eine große Schublade. Aber da haben wir nur eine Tube drin. Oh, guck an. Revolution Vitamin C Cream Cleanser. Das ist ja zur Make-up-Entfernung mit 150 Millilitern. Der Wahnsinn. Ein riesen Oschi. Finde ich klasse. Und Revolution
hat jetzt dieses Jahr immer mehr Pflegeprodukte rausgebracht. Deswegen passt es auch gut, dass es hier mit drin ist. Vitamin C vertrage ich persönlich nicht immer so gut. Manchmal vertrage ich es gut, je nachdem, was für eine Art das ist wahrscheinlich auch. Ne? Kann ich mal ausprobieren. Oha, die Nummer 16 enthält was von Urban Decay. Klasse. Long Lasting Make-up Setting Spray. Geilomat. Hat gerade was geklingelt. Long-Lasting Make-up Setting Spray, 15 ml sind hier drin enthalten und das Setting Spray von Urban Decay ist einfach ungeschlagen wundervoll. Ich mag das so gerne. Das hat einfach, es hält einfach alles an Ort und Stelle und ich mag das so gerne. Und hier einfach mal so eine kleine Reisegröße drin enthalten, finde ich perfekt, denn demnächst verreise ich tatsächlich und dann kann ich das mitnehmen. In der Nummer 17 haben wir ein Self-Tan drin. Self-Tan mag ich persönlich nicht so gerne in Adventskalendern, haben wir immer mehr drin enthalten und auch im Zalando Adventskalender ist es, glaube ich, standardmäßig drin enthalten. Saint-Tropez Self-Tan Purity Vitamins 35 ml, Glow Boosting Vitamin C und D, Bronzing Water Mist und ich glaube, dass das auch fürs Gesicht geeignet ist. Die 18 ist aber klein, aber definitiv fein. Hier haben wir einen kleinen MAC Lippy drin, das ist eine kleine Größe in der Farbe World 626. Hier steht jetzt nicht drauf, wie viel Gramm drin enthalten sind, aber das kriege ich irgendwie raus. Es gibt ja auch so Sets, wo kleine Lippies drin enthalten sind und ich mag die MAC Lippenstifte einfach gerne. Das ist auch eine schöne braune Nude-Farbe, die mag ich gerne leiden. Das ist auch eine schöne Farbe, die in einem Adventskalender drin ist. Nicht irgendwie was Knalliges, nicht irgendwie ein krasses Rot oder so. Das finde ich toll. Oh la la, Estee Lauder in der Nummer 19. Advanced Night Repair, das ist auch so ein typisches Produkt, was wir in vielen Adventskalendern finden. 7 ml sind nämlich in diesem Nachtserum enthalten, was einfach da helfen soll, dass die Haut regeneriert wird und so ein bisschen antifalten sein soll. Habe ich in Full Size da, mag ich gerne leiden, habe ich auch schon mal leer gemacht. Ist ein tolles Produkt. Oh lala, auch die Nummer 20 kommt in so einem Klopperkläppchen Schuber. Oh geil, das ist So Rose, der Macenas Best, ausgleichender Gesichtstoner mit 250 ml ohne künstliche Zusätze, Parabene und Alkohol. Das ist super. Ich mag gerne Rosenwasser oder Rosentoner und das verträgt meine Haut einfach 1A. Freue ich mich drüber. Das ist top. Oh, in der 21 haben wir ein Schwämmchen von Real Techniques drin und das ist so ein 2-in-1-Vieh. Da kannst du einerseits deine cremigen Texturen mit diesem Gummivieh auftragen und dann mit der Schwämmchenseite einfach einblenden. Ganz toll, habe ich auch selber schon da. Tolles Produkt, finde ich super, ne? Einfach ein Schwämmchen mit reinzupacken, ist praktisch. Ich habe eben vergessen zu sagen, dass wir schon längst in der Weihnachtswoche sind. Jetzt mache ich gerade die 22 auch, ja. Und habe hier von Boscia, kenne ich nicht, Luminizing Black Mask, 20 Gramm. Okay, kenne ich nicht die Marke. Aber sowas ist ja auch spektakulär, ne? Sowas lernt man dann ja auch durch die Adventskalender ein bisschen mehr kennen, dass man einfach neue Marken entdecken kann und neue Produkte und so. Und das finde ich schön, das mag ich. Da ist ein Tübchen nochmal drin. Ja, also die gibt Strahlkraft und soll dann gleichzeitig eine Black Mask sein. Das finde ich interessant, ne? In der 23 haben wir ein passendes Pinselchen, um diese Maske aufzutragen. Und zwar hat Luvia eine Kooperation mit Zalando. Das finde ich ja auch schön, das wusste ich gar nicht. Und das ist so ein Silikonpinsel. Damit kannst du Crememasken aus Pöttchen rausnehmen oder halt so auf dem Gesicht verteilen. Sehr, sehr praktisch. Kommen wir zum Herzstück zu Weihnachten. Die Nummer 24. Da bin ich immer gespannt, was hier drin ist, ne? Das ist ja... Okay, das muss teuer sein. Augustinus Bader, The Cream mit TFC8. Ich weiß nicht, was das ist. 15 ml haben wir hier drin enthalten. Die soll feuchtigkeitsspendend sein. Und sieht so aus. Edel, edel, sprach der Wedel, ne? Auch dieses Blau ist sehr, sehr edel. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Nie gehört. Ist bestimmt sackteuer. Finde ich cool. ist bestimmt sackteuer, finde ich cool. Beste Aussage des Tages, oder? Das ist er gewesen, der Zalando Adventskalender von 2021. Also, es waren coole Produkte drin. Wir haben ein schönes Verhältnis von Pflege zu dekorativer Kosmetik. Es ist abwechslungsreich. Ich finde auch, dass wir coole Marken dabei haben, neue Marken dabei haben. Es ist überraschend gewesen. 100 Euro ist schon mal eine Ansage, aber wir haben bestimmt auch wieder so einen heftigen Wert, ne? Also, er wird es definitiv wert sein. Ja, und mehr als das. Also wir haben echt coole Produkte hier drin und mir gefällt der wirklich gut. Also wenn man nach einem Adventskalender sucht, wo man halbwegs ein Fullface mit schminken kann, oh je, mein Akku blinkt, ist man damit auf jeden Fall gut bedient. Und ja,
Ihr Lieben, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!